Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Mittwoch, den 24. Herbst und wir werden heute versuchen, die Quest die Ehefrau des Piraten abzuschließen. Dann möchte ich ganz gerne den Ingwer-Inselhof weiter ausgestalten und der gute George hat heute Geburtstag, heißt wir werden ihm natürlich ein schönes kleines Geschenk überreichen. Also liebe Leute, ich würde sagen, los geht's. Oh, hallo Mirki. Meine kleine süße Maus. Mal wieder am Schlafen. Guten Morgen, Haley Mausi. Ich habe nur unser Eheamulett bewundert. Die Muschel ist makellos. Es muss dich ein Vermögen gekostet haben. Oh, sie wird ganz rot. Ich habe die beste Ehefrau. Hier für dich. Oh, für mich, danke dir. So, dann kochen wir uns einige Espressi. Wir trinken einen und dann schauen wir mal, was der Wahrsager so zum heutigen Tag sagt. Die Geister sind heute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Ah, schade. Außerdem läuft die Königin der Soßen. Ja, wobei, das ist eine Wiederholung, also eher unspektakulär. Preiselbeersüßigkeit. Ja, kennen wir schon. Okidoki. Dann ab nach draußen. Gut, keine Post heute, wir können nichts ernten, von daher würde ich sagen, wir starten direkt mal mit dem Rundgang. Oh, hallo Ishatna, ha. Anni putzt sich natürlich mal wieder. So, was haben wir denn in der Höhle? Eine Lachsbeere, eine Wildpflaume, ja, immer her damit. Dann kriegen wir wie immer ein Äpfelchen und ein Granatäpfelchen. Ich muss übrigens unbedingt dran denken, die Sonnenblumen zu pflücken, bevor der Winter anfängt. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich darf das nicht vergessen. Ich muss mir das echt mal aufschreiben. Das wäre so ärgerlich, wenn die Sonnenblumen eingehen würden. Wäre einfach Verschwendung, ne? Naja. Machen wir. Irgendwann. Ende des Monats. So, uralte Früchte ohne Ende. Das ist natürlich schön. Ich denke, da werden wir eine ordentliche Portion Geld für bekommen. Ich würde sagen, so 20.000 oder so sind drin. Also, die uralten Früchte, die bringen halt wirklich viel Geld. Wie ihr wisst. Ja, ja, ja. Ich komme ja gleich zu euch. So, wie sieht's im Schuppen aus? Wein ohne Ende. Können wir auch verkaufen. Ah, wisst ihr was? Dann packe ich hier mal Kaffeebohnen rein. Dann haben wir endlich wieder Kaffee. Ja, genau. Oder dann haben wir endlich mal wieder mehr Kaffee. Ich meine, ich habe ja noch recht viel Kaffee auf der Ingwerinsel, aber trotzdem sollte ich da immer für Nachschub sorgen. So, mal fix alles durchgießen. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Ach so, den Wein, ja, den verkaufe ich. Genau, der Rest kommt in die Kiste. Und dann würde ich sagen, auf zu den Tieren. Oh, meine Kleinen. Jojojojojo, ich hab euch so lieb. Oh. Ja, Hallöchen. Hey, Ziegenkäse. Immer her damit. Dann packen wir hier mal Milch und Wolle rein. Dann kriegen wir morgen auch mal wieder Stoff. Ja, wobei, ich denke mal, ich werde auf der Ingwerinsel schlafen. Denn ich wollte da morgen und übermorgen so ein bisschen weitermachen. Also auf der Insel. Da haben wir ja definitiv noch nicht alles gesehen. So. Hallöchen, meine Kleinen. Na? Wie geht's euch? Jo, 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 jo. Der Papa ist ja da. Okidoki.
Mayonnaise, Mayonnaise, Mayonnaise. Dann stecke ich mal eben 5 neue Eier in die Maschinen. Ach so, und ich nehme die ganzen Entenfedern mit. Ich habe nämlich im Kommentarbereich gelesen, dass sich der Vogeljunge auf der Ingwerinsel unheimlich über diese Entenfedern freut. Und ja, dann dachte ich mir, beschenken wir den mal so nach und nach, ne? So, das war's mit dem Rundgang. Das ging ja flott heute. Dann packen wir mal ein Geschenk für George ein. Der freut sich über Lauch. Ich meine, ich habe irgendwo noch Lauch. Lauch, 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 Lauch. Ah, da vorne. Sehr schön. Ja, das ist sein Geburtstagsgeschenk. Ansonsten brauche ich noch irgendwas für die Ingwerinsel. Ach stimmt, genau. Bodenplatten ohne Ende. Als Abstandsmarker. Teleport-Totem Strand. Ja, nehme ich auch mal mit. Dann komme ich schnell auf die Heimatinsel zurück. Ansonsten Waffen, ne. Teleport-Totem Hof. Ja, nehme ich mal mit. Nö, 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 nö. Bomben hätte ich ganz gerne noch. Hatte ich nicht noch irgendwo Bomben? Oder bilde ich mir das ein? Anni, warum blockierst du mich immer? Böse Katze, böse, böse, böse. Ah, da sind Bomben, okay. Die nehme ich auch mit. Ja, und ansonsten brauchen wir nichts, ne? Nö, 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 nö. Jo, dann auf zu Georgie. Ich denke mal, der ist zu Hause. Jo. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ah, du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Ich bin beeindruckt, danke. Alex ist mein Enkel, habe ich dir das schon erzählt? Ja, glaube schon. So 100 Mal. So, dann schauen wir uns als nächstes die Quest hier an. Die Ehefrau des Piraten. Finde ein Andenken, das Birdies Ehemann gehörte. Stimmt, wir haben ja diesen Regenwurm hier bekommen. Es ist ein zappelnder, nasser Wurm. Den haben wir uns ertauscht und ich gehe ganz stark davon aus, dass ich den Regenwurm zu Willy bringen muss. Von daher probieren wir das jetzt einfach mal aus und dann, ja, sehen wir ja. Ob das passt und ob wir einen neuen Gegenstand dafür kriegen. Tja, wo ist der gute Willy denn? Ist der im Geschäft? Jo, na, möchtest du einen Wurm haben? Oh, das ist der perfekte Köder für einen Wels, den ich versucht habe zu fangen. Hier, ich tausche ihn mit dir. Ich bin nicht sicher, was es ist, aber er wurde vor nicht allzu langer Zeit am Strand angespült. Irgendwas sagt mir, dass du ihn gebrauchen könntest, Junge. Oh, Piratenmedaillon. Es ist ein altes Piratenandenken. Sehr schön. Und ich denke mal, das Dingen müssen wir zu Birdie bringen, ne? Würde ich mir jedenfalls gut vorstellen. So, erstmal einen weiteren Espresso trinken. Boah, ich bin so gespannt, was sich auf der Insel noch verändern wird. Hey! Entschuldigung, ich bin heute schüchtern. Na, möchtest du eine Entenfeder haben?
Ich liebe es. Ich werde es in mein Nest legen. Oh, wie süß. Der ist so goldig. Ich mag ihn. Oh, Artefaktfund und Omnigeode. Gut, ja, hier werden wir gleich weiter Bodenplatten hinlegen. Ihr wisst ja, als Abstandshalter für die Bäume. Aber eins nach dem anderen. Na, ist das was für dich? Jo, sehr schön. Es ist ein... Es hat immer noch seinen Geruch nach all den Jahren. Diesen vertrauten, fauligen Gestank. Weißt du, es war ein einsames Leben hier, Kind. Aber ich bereue es überhaupt nicht. Ich mache das Richtige für meinen alten Herrn. Und wir werden bald wieder zusammen sein. Hehe. Das ist ehrenvoll. Du besitzt große Weisheit, Kind. Und du hast mir meinen Frieden gebracht. Dieses Medaillon wird mich für den Rest meiner Tage trösten. Nun, wie kann ich mich bei dir dafür revanchieren? Oh, wie wäre es, wenn ich dir ein spezielles Rezept beibringe? Etwas, das ich in den vielen Jahren, die ich hier verbracht habe, entdeckt habe. Gelernt, Feenstaub herzustellen. Aha. Ja, klingt auf jeden Fall relativ wichtig. Die kannst du auch mitnehmen. Wow, was? Goldene Walnüsse. Obwohl du ein Fremder bist, hast du dich bemüht, einer alten Dame zu helfen. Gnade dir. Oh, die ist so süß. Oh, sind wir jetzt Freunde? Möchtest du auch eine Entenfeder haben? Oh, nein. Ich brauche keine Geschenke. Behalte es. Okay, na gut. Sehr schön. Dann war's das mit der Quest. Ja, ich muss sagen, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also das war eine sehr, sehr interessante Quest bzw. Aufgabe. Gut, dann legen wir mal hier die Bodenplatten hin. Also, ich brauche immer 3x3 Blöcke. 1, 2, 3. Das sollte passen, ne? Ja, ich glaube schon. Rundrum ein Feld frei. Ja, und in die Mitte pflanze ich dann immer einen Baum. Okay, dann ziehen wir hier erstmal so eine Linie durch. Eins, zwei, drei. Ach, ich vertue mich immer um ein Feld. Gar nicht mal so leicht. Ja, bei der nächsten Reihe wird es natürlich einfacher. So, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bäume können wir hier hinstellen. Okay. Wobei, das wird hier ja immer so ein bisschen breiter, ne? Hier kommt noch ein Baum hin. Moment, dann kann hier der Weg weg. Genau, also hier kommt noch ein zusätzlicher hin in dieser Reihe. Ich weiß aber immer noch nicht, was für Bäume ich hier hinpflanze. So, ach so, da vorne muss ich mal eben... Genau, den Boden wiederherstellen, okay. Zack. Ja, hier passt wieder ein zusätzlicher Baum hin. Hier in die Mitte.
Meter, okay. Ja, da werden schon ganz schön viele Bäume hinpassen. Was ich ganz schön finde. Also ich denke mal, das wird hier am Ende ganz hübsch aussehen. So. Zack, zack, zack. Erweitere ich das hier links so ein bisschen. Genau. Und dann kommt hier noch eine Bodenplatte hin. 3x3. Sehr schön. Ja, eine Reihe können wir noch machen. Wobei, das wird so ein bisschen verschoben sein. Genau, 1, 2, 3 bis hier. Boah, ich hoffe, das sieht am Ende gut aus. Das wäre so schön. Aber ich glaube schon, also. Wenn das so wird, wie ich es mir in meinem Kopf vorstelle, dann wird das hier klasse. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut, und hier mache ich den Weg weg. Dann passt hier auch noch ein Baum hin. Dann kann ich die auch schön gleichmäßig platzieren. Ja, Leute, das wird fantastisch. Moi, 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 moi. Da freue ich mich drauf. Also wenn die Bäume hier gepflanzt und dann irgendwann ausgewachsen sind, das wird fantastisch aussehen. Dann pflanzen wir hier noch so ein bisschen Gras. Also da, wo jetzt der Weg ist, da wird dann Gras hingepackt und dann... Ich schwöre euch, das wird fantastisch. Oh, 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 oh. So, dann räumen wir mal den ganzen Kladderadatsch weg. Ich pack mal alles hier rein. Auch die Totems. Den Kaffee. Was hatte ich hier? Achso, da sind nur Erze drin, genau. Okay. Und ich hole mal eben die Truhen, die ich an den Strand gestellt habe. Ja, die hatte ich ja nur zum Blockieren der Löcher hier aufgestellt. Und ansonsten 21 Uhr, wir können hier so ein bisschen die Miesmuscheln noch abfarmen. Ja, aber ansonsten haben wir heute ja auch viel geschafft, ne? Bin froh, dass wir diese Quest erledigt haben. Oh, eine goldene Walnuss. Alter Schwede. Was, noch eine? Ja, hätte ich das mal gewusst. Ich glaube, man muss hier wirklich alles kaputt machen. Also hier können ja überall Walnüsse sein. Ich hoffe, man kann diese Schiffbruchstücke hier auch noch irgendwie wegräumen. Das wäre auch ganz schön. Das nervt mich so ein bisschen. Das sieht nicht ganz so hübsch aus. Ja, Leute, dann hacken wir links auch noch ein Büschchen was kaputt. Achso, hier liegt gar nichts mehr. Ich dachte, hier wären auch so Muschelfelsen. Nö. Oh, das sieht so schön aus mit den Glühwürmchen. Oh, eine Joja-Cola. Ja, immer her damit. Aber ich dachte eigentlich, wir würden mal so einen Fisch angeln. Genau. Oh, ein Rotfeuerfisch. Sehr, sehr hübsch. Ja, anscheinend angelt man die hier hauptsächlich. Hier haben wir Ingwer. Okay. Ja, Leute, ich denke, dann war's das für heute.
Genau. Wie viel wollte er nochmal haben? 5 Stück. Ja. Mal gucken. So, alles weggepackt. Achso, ich könnte die Gießkanne mal auffüllen, genau. Und dann, liebe Leute, geht's auch schon ins Bettchen. Wie wird denn das Wetter morgen? Zu Hause haben wir Sonnenschein und auf der Ingwerinsel. Oh, wird es morgen regnen? Na dann. Ich bin gespannt. Die Ingwerinsel bei Regen haben wir noch nie gesehen, glaube ich, ne? Boah, 26.000. Ich habe ja gesagt, diese uralten Früchte, die sind krass. Extrem wertvoll. Ja, und der Wein war auch nicht ohne. Aber die uralten Früchte, die kann man schwer übertreffen. Also die sind schon super, super lohnenswert. Ja, liebe Leute, aber das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.